Jo, hallo alle miteinander zur zweiten Auflage des Fun Cups Legendary 11. Und als allererstes vorneweg ein ja wahnsinniges krasses Lob oder Freude oder Hinweis an euch. Und zwar, dass der so schnell voll wurde. Echter Hammer. Also innerhalb von, glaube ich, 6 oder 8 Stunden war der Fun Cup hier voll, was natürlich ein paar Probleme aufwirft, da selbst der Titelverteidiger nicht es geschafft hat, sich für den Fun Cup anzumelden. Deswegen jetzt schon mal für nächste Saison folgende Änderung. Und zwar werde ich nächste Auflage die Einladung an alle schicken, die diese beiden Auflagen dabei waren, mit Passwort. Und somit ist der Fun Cup Passwort geschützt. Die Anzahl kann ich leider nicht erhöhen, solange wir Bronze sind. Erst als Silver Cup kann man die Anzahl, glaube ich, auf 32 erhöhen. Ich kann mich jetzt auch täuschen, dass es vielleicht schon 64 sind. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die dann, die mit dem Passwort die Einladung bekommen, einen Tag, also 24 Stunden Zeit, sich anzumelden, und danach nehme ich das Passwort raus, dass auch andere sich anmelden können. Falls es bis dahin natürlich voll ist, ja, dann hat sich die Frage erledigt des Passworts rausnehmens. Ansonsten werde ich auch den Fun Cup nicht vormittags oder frühs anschmeißen, sondern erst nachmittags, so dass wirklich viele auch zu Hause sind und viele die Chance haben. Weil zum Beispiel der Titelverteidiger ist früher auf Arbeit, da hatte ich ihn noch nie reingestellt. Abends, wo er nach Hause kam, ja, da war er schon voll. So schnell kann es gehen. Also Hammer, Leute, echt, das ist schon alleine aber krass. Und deswegen hoffe ich euch hier ein bisschen mit meinen Videos auch was zurückzugeben von diesem Gefühl, was ich in dem Moment hatte. Also fett, fett, fettes Danke. Und in dem Sinne, da es ja am ersten Spieltag ich es nicht geschafft habe, ein Video zu machen, habe ich mir da das krasseste Spiel rausgesucht für meinen Geschmack, und zwar SV Gesäke gegen die I oder L. Füchse. Also da ist es auch noch nicht so ganz klar, was oder erste Füchse römisch, ich weiß es nicht. Und schauen wir uns dieses Spiel ganz einfach mal an, würde ich sagen, bevor wir dann wirklich zum zweiten Spieltag kommen. So, und das in der Rappes Arena. Ja, auch hier perfekt gefüllt, wie sich es gehört. 95% knapp, das kann man schon mal mitnehmen, also warum nicht, ist ja Spannung in dem Sinne fast garantiert hier, ja, live im Radio sogar übertragen, das ist noch nicht so ganz das Ding, muss ein anderer gemacht haben, jedenfalls nicht ich. Und 93. Minute, die Füchse gehen schon in Führung mit 1-0, 35. Ja, da ist doch gleich ein Doppelschlag drin von Adrian Ramos, und das war schon in der ersten Halbzeit. Wahnsinn. 50. der Anschlusstreffer durch Gesäcke mit 1-2. Und 51. geht's Schlag auf Schlag. Machen die noch was anderes? Nochmal. Ein Triple von Adrian Ramos. Und 54. Nochmal. 4 Tore. Ist es das schon gewesen? 1-4. Uiuiuiui. 2-4 in der 57. Minute. Machen die noch was anderes außer Tore schießen? Der hat jetzt, glaube ich, auch schon Triple, 3-4. Könnte das die Vorentscheidung sein? Nein! 89. Minute. Das 4-4? Ist das der Wahnsinn? Da führt man schon 1-4 und dann wird das noch kurz vor Ende zum Ausgleich rumgerissen, möchte man sagen. Also, boah, ich fand das Spiel krass. Außer Tore nichts gewesen und total ausgeglichen. Also, ja, man muss am Ende sagen, gerechtes Ergebnis. Also, ja, kann man nicht wirklich sagen, wer davon besser war. Also, ja, Gesäcke, nicht schlecht, nicht schlecht. So, kommen wir da heute einfach zum heutigen, zum zweiten Spieltag. Sorry, habe ich mich fast verlabert hier. Zum heutigen Spieltag kommen wir. Ja, und diese Spiele des heutigen Spieltags oder gestrigen, je nachdem man euch das anschaut, sind I-Füchse oder L-Füchse oder 1-Füchse gegen FC Grunewald, was 2-2 ausging.
Wieder mal, also die Füchse ja schon am ersten Tag, man hat es ja gesehen, an dem spannenden Spielplan, auch da 4 zu 4 unentschieden, jetzt 2 zu 2. Remis-König? Fragezeichen? Egal. Ich habe mir jetzt als spannendes Spiel des Tages heute Alex 11 gegen Tempo Opole rausgesucht. Ja, etwa gleich stark. Das Schwächere heimwärts, so mit einem kleinen Vorteil vielleicht. Und schauen wir mal einfach, wie das hier abläuft. In der Arena Magnificine, ja, ihr wisst ja meine Aussprache, Dinger bei so einem Magnificentia, oder wie auch immer man das ausspricht, könntest du mich ja vielleicht berichtigen oder mir erklären, wie man das richtig ausspricht. Die Auslastung ist nie ganz so top, da besteht noch Handlungsbedarf. Ja, da wird erstmal ausgewechselt, da jemand verletzt ist. Jojo, kann ja vorkommen, ne? So. Geht los jetzt hier. Ich bin der Experte, das ist das Spiel des Tages, sehe ich genauso. Ja, und da geht's gleich los mit der gelben. Und ist das dasselbe? Jawohl, gelb-rot. Also Tempo Opole, das hast du dir wahrscheinlich nicht so gedacht oder bist hier mit Brechstange angetreten. Ja, gelb-rot, das war auch die ja, Sache in der ersten Halbzeit, die informativ war oder. Jedenfalls 11 zu 10 in Leuten, jetzt Alex auch wirklich vorne mit seinen 11, aber Tempo Opole, Freistoß 1 zu 0 durchs Sylvester Masobe und der Kleine und Doppelpack in 2 Minuten Doppelpack. Erst Freistoß, dann mit einem Schuss ins kurze Eck. Und das war's. In Unterzahl 2-0 gewonnen Tempo Opole. Also ich muss ja noch meine Tipps abgeben, die werde ich auch heute noch abgeben. Mehr, die Top 3 sind der Gewinner und so. Und Tempo Opole steht nach diesem Sieg für mich eigentlich in den Top 3 drin. Ich will jetzt hier keinen beeinflussen, weil ich lag ja letztes Mal auch falsch. Obwohl ich es am Ende gewonnen habe. Aber das ist schon mal eine Leistung. Zu 10, etwa gleich starken Gegner dann noch so deutlich zu dominieren. Respekt. Nicht schlecht. Also dafür schon mal Daumen hoch, also Respekt. Und gehen wir jetzt einfach mal weiter hier. Ja, ab ich, 1. FC Aprisos gegen St. Bekelli. 3 zu 1. Eigentlich ganz gut gespielt, wie ich fand. Ja, könnt ihr euch ja selber angucken. Ich verrate ja nichts über meine Taktik. So, dann die schwarz-gelbe Wand gegen SV Geselke. Und wer hätte es gedacht? 2 zu 2. Auch ein Unterschied. Füchse und Geselke, was ist mit euch los? Wollt ihr hier Remis-König werden? Also ich bin gespannt, ob ihr das so weiter durchziehen könnt. Ja, dann SV Bremen 13, auch so ein Kandidat für die oberen drei. Gegen TSV Möwe Hamdorf. Ein glattes 5 zu 0. Also ein kleines Torfestival hier. Und als nächstes Ajax gegen Fußballclub Cologne. Auch ein 5 zu 2. Das ist natürlich auch hier 2 5 zu 2. Das ist schon mal eine Ansage hier an das Ganze. Und die Gummibären Armada gegen Phoenix 95. Ach, ja, das ist die Stärke. FC Phoenix. Oh Mann, ihr Leute merkt schon wieder, ich bin noch voll im Hype hier. 5 zu 2. Und als letztes SVS Sturm 21 gegen BSG Hydraulik Nordprachim. Meine Fresse, aber da hat der lange Name nichts geholfen. Da wurde 3 zu 0 gegen Sturm 21 verloren. Ja, und das ergibt sich dann in der Tabelle wie folgt. Ajax und SV Sturm 21 vorne mit jeweils 6 Punkten, bisher ohne Punktverlust. Das ist auch mal schon nicht so schlecht. Das dürfte dann heute am dritten Gesundheit, danke. Interessant werden. Denn einerseits spielt Ajax gegen Gesäcke. Man könnte schon fast wieder auf den Unentschieden tippen. Und SV Sturm 21 gegen Fußballclub Korn. Ja. Müsste trotzdem Siegtraining sein, also da dürfte es vorne vielleicht doch interessant werden, aber ich gehe mal davon aus, dass sie weiterhin keinen Punktverlust haben.
Ja, dann schauen wir einfach mal weiter. Bremen 13 mit 4 Punkten dahinter. Das sind die 4 Leute, die dann auch nur ein Remis haben. Ansonsten ein Sieg. Die haben natürlich noch Ambitionen nach vorne, also sehe ich ganz deutlich so. Und dann kommt das breite Mittelfeld, worunter auch ich bin. Und dann ganz hinten 3 Mannschaften, die noch keinen Punkt gewonnen haben. Angefangen mit Platz 14 BSG Hydraulik Nordpachin und 15 Fußballclub Cologne und 16 TSV Möwe-Hamdorf. Auch da wird es, denke ich mal, relativ schwierig, auf den Verlierer der Saison zu tippen, weil für alle Neuen, schaut euch das Erklärbär-Video an. Da erkläre ich, wie ihr in dem Tippspiel mitmachen könnt und es lohnt sich wirklich, da mitzumachen. Es kostet euch nichts, falls ihr nicht den Preis gewinnt, habt ihr auch nichts verloren. Also, ne, der Preis ist eine halbe Saison Premium-Account, beziehungsweise wenn genug mittippen, dann mache ich das, denke ich mal, so, dass der erste eine ganze Saison bekommt und der zweite eine halbe Saison, sonst eben der erste nur eine halbe Saison. Also ist in eurer Entscheidung, wie viel Gewinn ihr euch gegebenenfalls abholt. Es ist auf jeden Fall noch möglich, jetzt anzufangen zu tippen. Und worauf ihr tippen könnt, ist natürlich, wie gewohnt, auf den Sieger des Ganzen. Es ist aber noch die Möglichkeit des Kombo-Tipps, da müssen aber alle 3 richtig sein, nämlich die 3 Mannschaften in den Top 3 landen. Dabei ist nicht die Reihenfolge wichtig, nur allgemein, dass diese 3 in jeglicher Variante in den ersten 3 Plätzen sind. Sobald einer da nicht drin ist, ist der ganze Tipp für den Hintern. Und ihr könnt auf den Letztplatzierten tippen, also welche Mannschaft macht den letzten Platz. Und dafür kriegt ihr am Ende auch noch Punkte. Also schaut euch das Erklärbär-Video an. Die Gewinnspieltabelle wird es dann, denke ich mal, im morgigen Video geben. Also ich will morgens hinbekommen, ein Video wieder zu machen. Und da wird die auch drinne sein. Ich werde mich jetzt gleich ransetzen ans Tippeln und Machen der ganzen Tabelle. Und dann wird die morgen soweit fertig sein, dass ich euch die präsentieren kann. Und vielleicht haben bis dahin ja noch mehr mitgetippt. Also an die Neuen, herzlich willkommen. Und würde mich freuen, wenn ihr euch dann dran beteiligt und mitmacht, denn das Spiel ist nur eine Grundlage. Was wir daraus machen, wie viel Spaß es uns macht, das liegt an uns. Und ich finde, das ist so ein Spaßfaktor und so tippen einfach so ein kleiner Wettkampf nebenbei, warum nicht? Also, ja, wenn es euch Freude macht, macht's. Und ansonsten lasst bleiben oder gebt mir in die Kommentare, sei es bei YouTube, sei es bei OFM, mal eine Info rein, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Habe ich ja letztens auch bekommen. Und deswegen von mir auch ein fettes Dankeschön für die Rückmeldung. Jetzt muss ich kurz gucken. Genau, SV Bremen 13 an Lukas S. für die sehr, sehr interessante und nette Nachricht, die du mir geschickt hast. Auch da nochmal ein Dankeschön. Das ist immer Hammer, wenn man sowas als Feedback bekommt, als Rückmeldung. Und von daher gesehen, auch wenn es negativ ist, schreibt es mir. Ich kann es ja dann nur versuchen zu verbessern. Von daher gesehen wünsche ich euch allen natürlich viel Erfolg im Fun Cup, aber auch im Gewinnspiel, weil eigentlich bin ich ja im Gewinnspiel der Titelverteidiger und den will ich verteidigen. Also da bin ich dabei. Ich habe ja jetzt nicht sofort vom ersten Tag auf Sieger und so getippt, sondern jetzt so, wo die Konstellation langsam vielleicht ein bisschen klarer wird, denke ich mal, zwar ein paar Punkte weniger, aber ich glaube, wenn es dann richtig ist, dann können das die entscheidenden Punkte sein. So, genug gelabert. Ich denke mal, ihr wollt ab in den nächsten Tag gehen und das nächste Video und die Gewinnspieltabelle sehen. Und deswegen sage ich wie gewohnt, bis denn dann, euer Aprisos.